Du weißt aber schon, wenn du malst, musst du auch die Kamera auf das Gemalte halten, du alter Videoprofi. Wie soll ich denn das machen? Das kommt gleich. Nee, du musst jetzt mitspielen. Rausgehen, wenn du mich an die Leine willst. Tag, heute ist Montag, der 11.04.2016. In einem Video habe ich letztens der dritte wieder gesagt und dann habe ich irgendwann mal Februar gesagt. War ganz schön durcheinander. Naja, aber heute ist Montag und ich habe frei. Manche Menschen benehmen sich echt komisch. So wie die Frau, die da eben so abseits stand und auf dem Bus wartete oder so, keine Ahnung. Aber warum stand sie da? Und so eingemummt, als wenn Winter wäre. Merkwürdig. Was ist? Guck's mich so an. Ach so. Ich glaube, der kommt da nicht durch und wartet darauf, dass ich mich mit aufmacht oder so. Keine Ahnung. Und blockiert auch noch alles, ne? Ja, den Ball. Vorne im Park beim Rathaus, da kam mir eine Frau entgegen mit ihrem Mann, nehme ich mal an. Die hat mich, wo sie mir entgegenkam, erstmal komplett gemustert. Also wirklich so. Komplett abgenommen. Ohne was zu sagen, ohne sich daran zu stören, dass ich das bemerke, komplett gemustert. Also so, weiß ich nicht, so aufdringlich schon. Dabei habe ich nicht mal die Kamera gerade vor mir gehabt oder so, weil ich ja dann auch verstehen kann, wenn sie komisch gucken, aber übelst geiler Himmel, finde ich echt. Krass. Es ist jetzt nicht stürmisch, würde ich sagen, aber der Wind hat schon Kraft. Also ich habe gerade die Kamera da zum Boot gehalten und hört mich schon ganz schön gedrückt von der Seite. Cookie hier. Hast keine Lust oder bist müde? Immer noch 5 zu schneiden. Wollen wir jetzt mal rausgehen? Frische Luft tut uns beiden gut, glaube ich. Mal eine kleine Pisserrunde. Thank you.
da? Hey, wer ist denn da? Ich habe heute nämlich noch nicht viel aufgenommen. Ich war heute zwar am Strand mit dem Hund, aber habe noch nicht so viel aufgenommen. Nur so das Übliche, ne? Du wusstest ja auch, dass dein Sidekick heute kommt. Natürlich. Deswegen. Das war, dafür hast du dich praktisch heute aufgenommen. Nee, eigentlich wollte ich das vorher schon erledigt haben. Ach, du wolltest mich also gar nicht im Video drin haben? Ja, eigentlich nicht. Doch, na klar. Ich glaube, ich muss gehen. Nein, Mensch, das war Spaß. Ich habe gerade so ein Aufbruchsgefühl. nein. Ja. Nein, ich wollte... Ich bin ja eigentlich auch nur gekommen, weil du die aktuelle Business-Punk hast, damit ich den Artikel bei Casey Neistat lese. Ja, da kannst du was lernen. Nee, ich habe noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob du was lernen kannst. So, nein, ich wollte heute... Nee, ich habe mein Notizheft gestern auf Arbeit vergessen, ne? Mein braunes Blivuco. Dein Büchlein. Mein Büchlein. Ja. Da war eigentlich das Wichtige drin, aber ich glaube, wir zusammen kriegen wir das so hin jetzt. So, ich wollte nämlich heute darüber sprechen, was für ein gutes Video bzw. Vlog nötig ist. Okay. Ja? Und da wolltest du mich als unbeteiligte dritte Person dabei haben. Wieso unbeteiligte? Ja. Habt ihr schon viel beigebracht über Video? Du mir? Ja, das stimmt. Ich hab das jetzt nur nicht ganz akustisch mitbekommen. Ich muss mitspielen. Ja, du kannst die Kamera halten, wenn du möchtest. Ich bin malen. Das Kamerakind. Nein. Kannst du malen? Nein, da bin ich die ganze Zeit im Video. Ich möchte dir ja nicht Show stehen. Ich bin lieber hinter der Kamera. Na gut. Ich bin ja der Sidekick heute. Du musst nur auf Fokus achten dann, ne? Auch das noch? Ich kann nicht malen, aber ist egal. Sag mal, welchen Filter hast du eigentlich drin, dass du so braun aussiehst auf den Fotos? Ich bin jeden Tag mit dem Hund draußen. Ja gut, das bin ich auch. Am Strand? Ja gut, das habe ich nicht. Mario? Ja? Dein Akku. Mario? Ja? Dein Akku ist gleich alle. Auch das noch. Den Mario einfach erzählen und beschäftigen uns mal beide untereinander. Also, wir haben jetzt den Akku gewechselt. Den Akku oder das Akku? Den Akku. Wir haben jetzt Mario nochmal so einen kleinen Monolog halten lassen, ohne den aufzunehmen, weil das wäre dann doch ein bisschen zu anstrengend für alle anderen geworden. Außerdem habe ich das schon 5-mal erzählt in den letzten 3 Tagen. Weil ich wüsste, wenn ich, naja, 5 Videos noch. Immer noch. Ich würde die Geschichte als tragendes Element sehr gerne etwas über 50% anordnen. Ja, da bin ich völlig bei. Vielleicht bei 60 oder so. Ja, genau. Ja. Hier also, das ist alles Geschichte. Weil ohne Geschichte kein gutes Video. Genau. So, dann haben wir den Schnitt. Den Schnitt? Den würde ich hier ungefähr ansetzen. Nee, ach so, du, ja. Also so, von hier, da, ne? Von hier. Von der Geschichte bis hier ungefähr. Richtig. So, das ist also der Schnitt. Und hier ist... Und nur dieser kleine, die verschwindend winzige Teil. Ist die Technik. Ist die Technik. Wir sind zurück aus einer kurzen Werbeeinblendung. Du musst mir noch irgendwas schicken, was ich für dich dann einblende. Also, Werbung für dich dann. Für mich? Ja, dann. Möchte jetzt nicht für einfach irgendwen werben, bloß weil der... Ne? Verstehst du? Ja. Also, ich kann dir ja auch mal so Pakete schicken, wie Casey Neistat immer kriegt. Gerne. Dann packst du nur irgendwie immer ein Bild rein, ein Screenshot von deiner Webseite und ich halte dir dann hoch. Mailtime! Achso, warte, du bist gar nicht in der Kamera gerade drin. Ich gucke immer die ganze Zeit aufs Whiteboard. Weil ich nachdenke. Ich bin immer noch ganz verstört von diesem Pool-Bild-Video. Das Vergangenheit. Was ihr ja dann alle gesehen habt. Das Vergangenheit. Das ist so weit wenn zurück, das können Sie sich nicht mehr dran erinnern. Naja. In dieser schnelllebigen Zeit heute. Worauf der Mario jedenfalls hinaus will, ist eigentlich Folgendes, dass eigentlich bei jedem Video, was man machen sollte, wollte, dürfte, könnte, eigentlich Hauptaugenmerk auf
den Punkt gelegt werden sollte. Und ein bisschen auch auf den Punkt. Und gar nicht so viel auf den Punkt, auf die Technik. Weil es ist eigentlich relativ schnippschnapp, mit was man seine Bilder aufzeigt. Nicht so schnell durchrasseln, das ist auch Quatsch. Ich will immer unter 15 Minuten bleiben, das ist meine magische Grenze, ne? Das ist die No-Go-Area. Alles, was über 15 Minuten ist, ist die No-Go-Area für meinen Vlog. Ja, das aber darunter können wir jetzt uns ruhig ein bisschen auskäsen, ne? Also pass auf, die Geschichte. Ist klar. Wie gesagt, ach, du hattest ja heute noch nichts aufgenommen, ne? Nee, natürlich nicht. Also beim Vlog, ist klar, ist mein Tagesgeschehen halt, mehr oder weniger, ne? Wenn man mal eine Geschichte erzählen kann, aber bestimmt kann man natürlich da unterbringen. Auch gerne im Vlog. Ich möchte gar nicht wissen, was bei meinen Scharfeinstellungen hier rein und rauskommt. Ja, naja, ist ja auch egal. Völlig egal. Ich bin ja nur das Kamerakind. Dann gehört natürlich dazu die Aufnahme, wie wir gesagt haben, ne? Sprich, Kameraposition, ja? Ja. Die Bilder an sich, also die Bildgestaltung, ne? Wo, wie du die Kamera hältst, wo du die Kamera hinhältst, weißt du, was ich sagen will. Die Perspektive. Ja? Perspektive war das richtige Wort, danke. Ja. Ja. Und ganz wichtig, bei Videoaufnahmen, Achtung, warte, ich nehme einen roten Stift. Ganz wichtig, darf man definitiv nicht unterschätzen, Audio. Richtig. Weil nichts ist schlimmer, als wenn Mario nuschelt. Aber noch schlimmer ist, wenn der Ton richtig scheiße ist. Ja. Wenn der Ton richtig scheiße ist, mal jedes Video aus. Egal von wem es ist, egal was drin zu sehen ist. Genau. Und wichtig ist immer, was man aufnimmt. Zwischendurch, ja, damit man ein bisschen die Szenerie auflockert, hat man einfach auch mal einen kleinen Hund im Bild, weil der Hund nämlich viel niedlicher ist als Mario. Dem ja, kann sich nichts gegen sagen. Das ist dein Hund. Ja, natürlich. Alles, was du jetzt sagen würdest, das wäre jetzt so das Eigentor mit Anlauf. Nein, Audio ist wichtig. Achtet auf euch. Audio ist wichtig. Hatten wir schon öfter im Blog, glaube ich. Merksatz, Audio ist wichtig. Das wird Mario nachher auch nochmal einblenden. Als blinkendes Schriftding, Audio ist wichtig. Mach ich, Audio ist wichtig. Audio ist wichtig. Oder wir legen das als Jingle oben drüber, Audio ist wichtig. So, dann kommen wir zum Schnitt. Schnitt, wie der Jens vorhin schon richtig gesagt hat, ist Übungssache. Ja. Man muss mit der Technik, also mit der Software, mit der Schnittsoftware, einfach arbeiten. Ja. Und dann wird man auch besser. Richtig. Und wenn man das täglich macht, wie in einem Vlog zum Beispiel, wird man hoffentlich irgendwann besser. Man wird richtig zügig dann irgendwann. Auf jeden Fall wird man, ja, auf jeden Fall wird man schnell. Ja. Und natürlich sollte man auch besser werden. Genau, man gewinnt auch ein Händchen für das, wann, wo, welche Schnitte zu setzen sind und so. Ja. Und natürlich lernt man sowieso besser seine Schnittsoftware kennen und entdeckt also immer wieder mal ein neues Gimmick und sagt, ach, so geht das. Und dann zack. Learning by doing, das ist ganz, ganz coole Geschichte. So, und zum Schluss haben wir dann, wie gesagt, die Technik, was nicht so wichtig ist. Genau. Nicht ganz so wichtig, aber doch wichtig. Mit einem 640p-Video braucht du auf YouTube heute auch nicht mehr kommen? Nein. 4K muss es aber auch nicht unbedingt sein. Nein. 1920 mal 1080 wäre schon gut. Also Full HD? Genau. Wenn ihr mit dem Smartphone aufnehmt, was geht? Ist der Ton nicht so optimal? Ja, durchaus. Ja? Wenn ihr mit einer GoPro aufnimmt, ist der Ton richtig scheiße. Habt ihr zwar ein cooles Bild, könnt sogar in 4K aufnehmen, Ton ist allerdings scheiße. Also GoPro nur für so Szenen zwischendurch oder wenn es denn mal nicht anders geht, mit einem Wasserdicht und so, ne? Genau, aber unter Wasser redet man ja auch selten. Smartphone geht, machen gute Bilder, Audio müsst ihr gucken. iPhone geht so. Gibt es die Möglichkeit dann nicht mit einem Headset, sag ich mal, zu arbeiten, dass man das Mikrofon dann praktisch an das Smartphone anstöpselt und darüber den Ton nimmt? Ja. Nur so als spontane Idee meinerseits. Pass auf, wir machen jetzt hier einen. Ich zeig dir das Problem. Ich zeig dir das Problem. Headset ist ein guter Einwand. Hm? Hast du hier drin? Ja. Ist das Mikrofon hier? Ja, macht raschel, raschel immer, ne? Also bei meinem Bart sowieso, an der Jacke sowieso. Ja, ja. Ist scheiße. Könnt natürlich ein bisschen mit Tricks arbeiten. Büroklammer oder so. Und das hier irgendwie an der Jacke anmachen, dass das Mikrofon hier absteht und nirgendwo gegen raschelt. Ja. Klappt bei mir auch nicht wegen dem Bart. Aber grundsätzlich ist vielleicht eine Idee. Könnt ihr also machen. Ist der Ton definitiv besser, als wenn er es so aufnimmt. Bei dem iPhone ist der Ton sehr gut. Das geht schon. Kannst in der Schnittsoftware den Ton hochjagen. Geht. Kann man mit leben. Externes Mikrofon ist natürlich immer das Beste. Gibt es inzwischen auch für Smartphones. Mhm. Kannst du da anschließen. Mit so einem Rig für ein Smartphone, weil es ja auch gibt, ne? Mein Shoulderpod hier. Kam halt nur drauf, weil ja diese Headsets ja meistens mitgeliefert werden. Ja. Und wenn man jetzt so einen Einsteiger hat, ne? Der jetzt so anfängt, ne? Sicher, ja, klar. Wäre ja so eine Idee gewesen.
Auf alle Fälle. Und externe Mikrofone gibt es auch für das Smartphone inzwischen. Richtig. Beziehungsweise kannst du auch anstöpseln. Die Klinkenstecker genau. sind da. Enorm. Ja, nimmst du mit einer DSLR auf oder mit einer kleinen Kompaktkamera, hast du ja oben den Blitzschuh meistens. Und ja. da kommt dann hier so ein Video Mic Pro, Link unten in der Beschreibung. Ich muss ja zwischendurch ein bisschen Geld verdienen, weißt du? Meine Affiliate-Links klicken so viele Leute. Mario weiß ja nicht mehr, wohin mit der Kohle von Amazon. Er wartet jetzt immer noch auf den Moment, wo Amazon anfängt, Einfamilienhäuser zu verkaufen, damit er seine Gutscheine einlösen kann. Amazon schickt mir eigentlich immer so Briefe und so, bezahlen Sie jetzt mal bitte Ihre letzte Bestellung. Naja, also ne, da hast du den Blitzschuh, Mikrofon um drauf anstöpseln, hast einen super Ton. VideoMic Pro, wie gesagt, finde ich sehr gut von Rode. Gibt es aber auch andere Hersteller, andere Mikrofone. Kannst du natürlich so ein Video nachher noch nachvertonen? Ja. Würde bei einem Vlog sehr komisch kommen. Also finde ich, also manche machen das ja. Ja. Und stellenweise ist ja manchmal auch, muss es halt, weil ne, der Tonspur war scheiße oder fehlt, warum auch immer. Und dann machst du mal so einen Nachvertonen, was du mal machen kannst, aber wenn der ganze Vlog durchgehen würde, finde ich jetzt sehr merkwürdig und ja, ist für mich dann auch nichts. Ich habe jedenfalls noch nichts Gutes in dem Bereich gesehen, wenn einer seine Videos komplett nachvertont. Naja, aber darauf kommt es an. Das wollten wir jetzt rum. Ich hoffe, das kommt jetzt an. Gut. Ansonsten werden wir jetzt noch ein bisschen den Nonsens machen, den wir sonst immer machen. Richtig. So, der Jens ist los und ich habe vergessen, das Tschüss sagen aufzunehmen. Das ist mir dann auch erst eingefallen, als wir von der Hunderunde zurück waren und uns unten am Auto verabschiedet haben und ich feststellte, Kameras oben, Handy auch. Naja, aber erstmal einen Kaffee. Oh, ist noch sehr heiß. Ich muss dann auch los, würde ich sagen. Videos schneiden. Musste vorwärts kommen, kann nicht sein, dass ich immer noch 5 Videos zurückhänge. Aber eins wollte ich noch sagen. Nee, sag nicht. Folgt mir einfach mal auf Twitter oder Facebook. Macht mir Freundschaftsangebote auf Facebook. Kriege ich doch mehr mit. Gut. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Hey, we've been past this place 4 times right next door to my house.